Man hört des Öfteren die Vorwürfe, die den Leuten von Ahlus-Sunna wal-Jamaa gemacht werden. Sie würden Allah mit seiner Schöpfung verähnlichen. Das heißt, sie würden Allah menschliche Attribute geben, menschliche Eigenschaften geben. Und hier muss man ganz eindeutig eine Sache festhalten. Erstmal, dass diese Leute Lügner sind. Und daher möchte ich auch für diejenigen, die neu im Islam sind, oder auch für diejenigen, die ein falsches Konzept haben, kurz illustrieren, wie der wahre Gott, wie der wahre Glaube an Gott aussieht. Erstens, die gewaltigste Eigenschaft, mit der Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen beschreibt, ist, dass sie an das Verborgene glauben. Allah sagt im Koran, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitabu la Rayba Fih, Hudallil Muttaqin, Alladhina yu'minuna bil Ghaibi, wa yuqimuna s-Salata, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Das heißt, Allah sagt hier, Alif Lam Mim, an diesem Buch, das heißt der Koran, gibt es keinen Zweifel. Die meisten Bücher, die fangen an im Vorwort mit, ja, und falls es irgendwelche Mängel gibt hin und her, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren und so weiter. Allah fängt an, an diesem Buch gibt es keinen Zweifel. Auf der zweiten Seite des Korans. An diesem Buch gibt es keinen Zweifel. Alif Lam Mim, an diesem Buch gibt es keinen Zweifel. Hudallil Muttaqin, Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Dann die erste Eigenschaft der Gottesfürchtigen, die erwähnt wird. Alladhina yu'minuna bil Ghaib. Die, die an das Verborgene glauben. Und was ist das Verborgene? Das Verborgene ist das, was wir nicht unmittelbar wahrnehmen können. Wie beispielsweise Paradies, Hölle, das sind Dinge, die für uns verborgen sind, die wir nicht unmittelbar wahrnehmen können. Und hier gibt es beispielsweise Ghaibul Mutlaq wa Ghaibul Nisbi. Ghaibul Mutlaq ist das, was nur Allah weiß. Ja, was nur Allah bekannt ist. Und Ghaibul Nisbi ist das, was einige von der Schöpfung wissen, beziehungsweise was einige von der Schöpfung erfahren können. Wie zum Beispiel, wir wissen jetzt nicht, wie das Paradies aussieht, aber wenn man ins Paradies eintritt, möge Allah uns ins Paradies eintreten lassen, dann wissen wir, wie das Paradies aussieht. Aber zu den verborgenen Dingen gehört das, wie Allah sich selber beschreibt. Das heißt, wenn Allah sich selber beschreibt, dass er liebt, dann müssen wir das glauben, was er sagt. Und dann dürfen wir nicht sagen, ja, Allah, du sagst, du liebst, aber nee, du liebst nicht. Das ist eine Gotteslästerung. Das ist, dass man sagt, Gott, du lügst mich an. Du sagst, du liebst, aber du liebst nicht. Das heißt, wir müssen erstmal mit unserem eigenen Verstand das, was dort steht, negieren, sagen, nein, du liebst nicht. Und dann sagen wir, Liebe bedeutet Iradatul Khairines, bedeutet, er möchte für die Menschen das Gute. Nein. So, Allah liebt, aber jetzt kommt die zweite Regel, die man beachten muss, dass man ihn nicht mit der Schöpfung vergleicht. Das heißt, alles, womit Allah sich beschreibt, geht durch diesen Filter durch. Laysa kamithli shay. Nichts ist ihm gleich. Sure Shura, Vers 11. Und Sure 19, Vers 65. Hal ta'lamu lahu samia. Kennt ihr jemanden, der ihm gleich ist, der seine Eigenschaften hat? Oder Sure 100, 112. Hat. Und niemand ist ihm ebenbürtig. Das heißt, wenn Allah sagt, er hört, dann sagen wir, er hört, aber sein Hören ist nicht vergleichbar mit unserem Hören oder mit dem Hören von irgendeinem Wesen. Wenn Allah sagt, Al-Basir, er ist der Sehende, dann sagen wir, er sieht, aber nicht vergleichbar mit seinem Wesen. Wenn Allah sagt, er weiß, Al-Alim, der Wissende, dann hat er Wissen, aber sein Wissen ist unvorstellbar, ist nicht vergleichbar mit unserem Wissen. Wenn er sagt, er liebt, dann sagen wir, er liebt. Und nicht wie beispielsweise die Ahbash sagen, A'udhu Billah, wenn man sagt, Allah liebt, das ist Kufr, sondern er liebt. Aber sein Lieben ist nicht vergleichbar mit unserem Lieben. Und wenn Allah sagt, dass er zwei Hände hat, ja, weil er sagt im Koran ganz klar, O Iblis, sinngemäß, was hat dich daran gehindert, dich vor dem niederzuwerfen, den ich mit meinen beiden Händen erschaffen habe. Jetzt kommen einige Leute, A'udhu Billah, A'udhu Billah. Das ist, was Allah sagt. Und hier gibt es keinen Weg drumherum zu sagen, nee, wir glauben nicht dran. Aber wie müssen wir dran glauben? Wir müssen wissen, dass Allah keine Hände hat in dem Sinne hier. Fleisch, Knochen, dies, das, verständlich in dieser Form. Sondern wir müssen das bestätigen, was dort steht.
und dabei uns kein Bild machen und wissen, dass Allah nichts und niemandem ähnelt. Wenn Allah über unsere Vorstellungskraft ist, dann ist es auch logisch. Und wenn sein Wissen über unsere Vorstellungskraft ist und sein Hören über unsere Vorstellungskraft ist und sein Wesen über unsere Vorstellungskraft ist, warum soll er dann keine zwei Hände haben, die seiner Schöpfung nicht gleichen? Laysa kamithli shay. Der Koran widerspricht sich nicht. Aber diese Leute haben das Problem, dass sie jedes Mal, wenn Allah sich mit etwas beschreibt, darunter eine menschliche Eigenschaft verstehen. Die dritte Sache, die wir verstehen müssen, ist, neben dem Bestätigen, Alladhina yu'minuna bil ghaib, die an das Verborgene glauben, und der Negierung der Ähnlichkeit oder des Gleichseins mit der Schöpfung, wie zum Beispiel in Sure Shura Vers 11, müssen wir als drittes immer wissen, dass Allah, dass wir das, was er über sich selber sagt, nicht nach eigenem Gutdünken interpretieren dürfen. Das heißt, wenn dort steht, beispielsweise, Allah liebt, dann können wir nicht sagen, nee, Allah liebt nicht, Liebe bedeutet dieses oder jenes. Das können wir nur sagen mit einem Beweis. Denn ansonsten reden wir über Allah ohne Wissen. Und er sagt im Koran, in Sure 7, Vers 33, müsste das sein, wenn ich mich recht erinnere, wahrlich, mein Herr hat die Schändlichkeiten verboten, was offenkundig ist und was verborgen ist, und die Sünde und die Gewalt ohne Recht, und dass man Allah jemand beigesellt, wozu er keine Ermächtigung gesandt hat. Wa antakulu allallahi ma la ta'lamun. Und nachdem er den Schirk erwähnt, sagt er, und dass ihr über Allah aussagt, was ihr nicht wisst. Und außerdem ist das, wenn man sagt, Allah liebt, Allah sagt, er liebt, und dann kommt jemand und sagt, nein, 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 ich weiß es besser als Allah, er liebt nicht, sondern Liebe bedeutet, ja, wie zum Beispiel unsere Freunde hier, wie sie sagen, er liebt nicht, sondern Liebe bedeutet, iradatul khair, er möchte Gutes für diesen Menschen. Wir sagen, woher hast du das? Sagt er, ja, der Verstand deutet darauf hin. Der Verstand. Allah sagt im Koran, der Prophet a.s.w. sagt über die Interpretation des Korans auf diese Art, sagt er, Man qala fi Qurani birahi, falyatabawa maq'adahu minan nar. Wer den Koran interpretiert im Lichte seiner eigenen Gedanken, der wird seinen Platz in der Hölle einnehmen. Wer hat den Koran interpretiert? Der Prophet a.s.w. Wie Allah sagt in Sure 16, Vers 44, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِنَاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ. Wir haben zu dir die Botschaft herabgesandt, damit du ihnen klar machst, was zu ihnen herabgesandt wurde. Und diese Leute, die nur bellen können, Wahhabiten, 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 diese Leute sagen, dass ihr Scheich sagt, die wortwörtliche Bedeutung des Korans sei die Grundlage des Kuffers. Wenn dem so ist, dann fragen wir, warum hat der Prophet a.s.w. uns nicht gesagt, wenn man den Koran liest, sei aber vorsichtig. Denn die wortwörtliche Bedeutung ist die Grundlage des Kuffers. Das sind alles Gotteslästerungen und das ist Sturheit. Und das ist eine Negierung des Glaubens und eine Negierung der Weisheit Allahs. Und möge Allah uns davor bewahren und möge Allah uns zu denjenigen machen, die an das Verborgene glauben, ohne Allah mit der Schöpfung gleichzusetzen. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك